Herbes Wiener, Spitzenspiel mit 5:2 deutlich für sich entschieden. Kann man heute eigentlich mit allem fast zufrieden sein, oder? Ja klar, beim Gewinnspitzenspiel 5:2, also dann jeder Trainer muss hoch zufrieden sein und ich bin hoch zufrieden von Leistung von meiner Mannschaft. Wie konnten Sie das heute für sich entscheiden, das Spiel, dieses Spitzenspiel? Okay, muss ich sagen, Knittlingen hat besser ins Spiel gefunden und hat eine Viertelstunde verdient, 1-0 in Führung gekommen. Okay, sagen wir, dann hat meine Mannschaft, muss ich ehrlich sagen, Charakter gezeigt. Die sind dann Zweikämpfe angenommen, die sind mehr in die, die hat mehr gelaufen und von einfach ist dann auch das, einfach hat sie die Chance ergeben. Wo haben wir eiskalt genutzt, wo war die Spiele vorher, war das nicht Fall. Hatten heute das meiste geklappt, was Sie sich vorgenommen haben? Ja, größter Teil, muss ich sagen. Also wir sind die versucht, schnell wie möglich nach vorne zu kommen, schnell wie möglich zum Abschluss zu kommen bei so Platz, also bei so Witterungen, wo Platz sehr nass war. Und sage ich, ja, hochzufrieden, hochzufrieden. Und wie sieht es mit dem Saisonverlauf aus? Wie bewerten Sie diesen nach 12 Spieltagen als Spitzenreiter nun? Okay, ja, ich bin trotz allem zufrieden. Wir wissen, da fehlt uns ein oder andere Punkt. Wo haben wir ein paar Spiele unentschieden gespielt. Das weiß die Mannschaft auch. Und wir gehen jetzt einfach Spiel bis zum Spiel und versuchen, um Bestes zu geben. Also das bedeutet für uns, jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Und haben Sie noch größere Ziele, abgesehen davon, was für einen Anspruch haben Sie an sich selbst? Wir sind schon von dir runter gesagt, unser Ziel ist Aufstieg. Und wir werden alles versuchen, das, unser Ziel zu erreichen. Ihr nächster Gegner auf diesem Weg, vielleicht zum Aufstieg, ist der Königsbach. Wie werden Sie versuchen, das Spiel erfolgreich zu gestalten? Okay, sagen wir so, Königsbach wie jede andere Mannschaft, wenn willst du gewinnen, du musst versuchen, deine hundertprozentige Leistung zu abrufen. Und ich bin da überzeugt, weil heute hat mir auch 2-3 Spieler gefehlt, also Stammspieler sozusagen. Und ja, wir haben gute Kader und wie gesagt, also von Woche bis Woche, von Gegner bis Gegner, sich richtig vorbereitet. Und sage ich, der Spiel heute hat uns Schub nach vorne noch gegeben. Herr Bustina, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Vielen Dank.